Am Rande des Oderbruchs, am Rande der Uckermark, gleich bei der polnischen Grenze, liegt das kleine 200-Seelendorf Stolzenhagen. Dort liegt das Gut Ponderosa. Eigentlich hieß es früher Gut Stolzenhagen, ist aber jetzt umbenannt in Ponderosa, weil dort jeden Sommer das Ponderosa Tanzfestival stattfindet. Das Ponderosa heißt, weil die Veranstalter mir gesagt haben, jeder kann sich den Namen Ponderosa merken. Ein Tanzfestival und Tanzworkshops mitten in der sogenannten Brandenburger Pampa. Wie kamt ihr denn auf diese verrückte Idee? Diese Idee, ein Tanzstudio und Tanzfestival, das war sehr improvisiert. Und warum auf dem Land? Hast du genug gehabt von der Stadt? Für mich diese Gebäude und dieser leere Platz, und das war wirklich so abenteuerlich. So eine richtig kaputte LPG und trotzdem halt ein riesengroßer Spielplatz. Von der Lage her ist es eingebettet über dem Flüsschen, das Polen und Deutschland trennt, in Wälder, und ist auch ein bisschen erhöht zum Rest vom Dorf. Also die Lage ist wunderbar. Da ist mächtig was los. Jeden Sommer wird da getanzt, geschwitzt, gegymnastet, werden neue Welten erobert, neue Körpertrainings erfunden und praktiziert. Und das Tolle ist, man muss jetzt nicht irgendwie staatlich anerkannter Tänzer sein. Theoretisch kann da jeder hin und mit sich und seinem Körper arbeiten. Also im Internet kann man sehen, es finden Festivals statt, es finden Kurse statt. Und ihr lebt davon? Wir haben einen Lifestyle. Wir leben hier. Und ja, ich finde das unglaublich experimental und interessant und immer neu. Mhm. Und das Tanzfestival funktioniert. Die Leute kommen von überall, vom Ausland, von Berlin, von Deutschland. Und das ist eine Überraschung eigentlich. Das ist ein Geschenk. Wenn man da ist, hat man das Gefühl, es ist nur so eine sehr friedliche Atmosphäre. Also erinnert mich so ein bisschen an meine Jugend, als ich dachte, ja, so mit anderen Menschen, die auch so ticken wie ich, und wir mögen uns alle. Wir kochen gemeinsam, wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen. Das ist dort tatsächlich Realität, und es hat einen ganz besonderen Reiz, muss ich zugeben.